Willkommen zurück zu unserer Sondersendung zu Breaking News auf OE24TV. Heute Morgen um kurz nach 8 Uhr hat sich ein Banküberfall ereignet in Wien am Kärntnerring. Und dazu ist jetzt uns zugeschaltet Polizeipressesprecher Patrick Meierhofer. Danke, Herr Meierhofer, dass Sie sich Zeit nehmen. Was ist denn da genau passiert heute Morgen? Ja, hallo, schönen guten Morgen. Also, was wir derzeit wissen, ist, dass es kurz nach 8 Uhr zu einem Banküberfall, da wie Sie hinter mir sehen, auf eine Bank gekommen ist. Ein Mann ist hier schwarz bekleidet in die Bank hineingegangen. Er hat auf alle Fälle eine Waffe bei sich, hat dort Bargeld gefordert und dieses Bargeld dann auch erhalten. Und in weiterer Folge ist dann der Mann aus der Bank herausgegangen und zu dem Zeitpunkt wollte ihn dann ein Security-Mitarbeiter anhalten bzw. stoppen. Und daraufhin hat der mutmaßliche Täter dann eine Schusswaffe gezogen und dem Security-Mitarbeiter ein- oder zweimal, das wissen wir momentan noch nicht ganz genau, aber zumindest ein- oder zweimal im Bereich des Oberschenkels geschossen. Wie geht es dem Security-Mitarbeiter? Was wissen Sie darüber, Herr Meierhofer? Also wir wissen, dass er relativ kurze Zeit danach von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht worden ist. Es sind jetzt Oberschenkelverletzungen, dementsprechend natürlich eine schwere Verletzung. Wie weit jetzt aber Lebensgefahr besteht, das kann ich momentan noch nicht sagen. Kann man etwas sagen zur Höhe der Beute? Ist das ein großer Geldbetrag, den der da erbeutet hat heute Morgen? Ja, also wie Sie im Hintergrund ja auch sehen, ist es so, dass natürlich die Polizei jetzt momentan sehr stark am Arbeiten und am Ermitteln ist. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Videoüberwachungen an, schauen, ob es hier eine spezielle Maskierung oder Ähnliches gegeben hat. Und da gehört eben auch dazu, dass man schaut, wie hoch die Beute war. Das muss erst festgestellt werden, wie viel da wirklich dann fehlt. Und das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dann fixiert wissen. Die Bank war schon offen, also der Täter ist dann in die offene Bank reingestürmt quasi. Da gibt es ja sicher auch einige Zeugen. Werden die gerade einvernommen oder wie sieht das aus? Also es ist so, dass der Mann ja kurz nach 8 Uhr in diese Bank hineingegangen ist. Es war so, dass zu dem Zeitpunkt auch zwei Angestellte drinnen waren. Eine dritte Person ist gerade gekommen und natürlich ist es so, dass das auch eine der ersten Tätigkeit ist, dass man sich dementsprechend Informationen von den Zeugen holt. Aber natürlich steht da auch im Vordergrund die psychologische Betreuung der Zeugen. Das ist eine Ausnahmesituation. Die Personen stehen hier sehr oft unter Schock und das ist natürlich hier der erste wichtige Punkt. Herr Meierhofer, wie ist denn der Täter geflüchtet? Mit dem Fahrrad habe ich vorhin gehört. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist wirklich so. Also der Mann dürfte hier mit dem Fahrrad schon hergekommen sein, hat das Rad dann anscheinend vor der Bank stehen gelassen und ist nach der Tat dann auch wieder auf dem Fahrrad geflüchtet. Und wie der Security-Mitarbeiter den Mann anhalten wollte, ist er kurz abgestiegen mit einem Fuß von dem Fahrrad, hat den Schuss abgegeben und ist dann in weiterer Folge auch wieder in unbekannte Richtung geflüchtet. Sie sagen, der Mann hat eben die Waffe gezogen. Sind da auch andere Personen noch in Gefahr gewesen zu diesem Zeitpunkt? Also wir wissen, dass die zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Tatzeitpunkt in der Bank waren, jetzt nicht verletzt worden sind. Verletzt wurde jetzt unter Anführungszeichen nur der Security-Mitarbeiter und derzeit sind uns hier keine weiteren verletzten Personen bekannt. Und die Fahndung nach dem Täter, die läuft noch immer auf Hochtouren, oder? Ganz genau so ist es. Also wir sind im ganzen Stadtgebiet natürlich unterwegs, einerseits in der Luft auch mit Hubschraubern, natürlich auf den Straßen. Es ist jetzt hier rund um den Kärntner Ring ist mal abgesperrt, die Seitengassen sind abgesperrt, dass man hier dementsprechend auch in Ruhe und ordentlich arbeiten kann seitens der Polizei. Und im Stadtgebiet läuft natürlich die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Wunderbar. Herr Meierhofer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und viel Erfolg bei der Suche natürlich nach dem Täter. Danke Ihnen. An dieser Stelle machen wir jetzt wieder eine kurze Unterbrechung und wir sind gleich wieder zurück mit den neuesten Informationen. Bis gleich.